Aufnahme wird gestartet und ich glaube, wir sind jetzt überall on air. Nice. Das ist schon ganz nice. Wir sind on air. Live on Radio 90X11. Only on Purple Labs. Live on air with Gang Graven. Beep, 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 beep. Die besten Hits für PurpleLabs.de. PurpleLabs.de, 91X.com. Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Runde Minecraft Flash auf Bergwerk Labs, dem besten Server, hoffentlich inzwischen schon in eurer Serverliste. Mein Name ist GigaGreevy und wir haben schon seit Ewigkeiten nicht mehr Flash gespielt, aber ich sehe, Rockishi, Miss Planlos und Deadly Loner sind nach wie vor in der Top 3. Unglaublich. 5, 4, 3, 2, es geht los und wir spielen auf der Map Sonic. Haben wir lange, lange nicht mehr gespielt. Ich glaube aber, die wurde auch nicht unbedingt geändert. Deadly Loner hat 1 Minute und 47 Sekunden gebraucht bislang. Das ist schon krass. Ich glaube, ich habe 5 Minuten gebraucht oder so. Das war mal, glaube ich, das längste. Und das war es dann auch schon. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf Flash. Ich habe mir jetzt nicht unbedingt ein Thema zurechtgelegt, da bin ich ganz ehrlich. Ich sag mal so, ich habe mir heute wieder den Kicker geholt und da hätte ich ein bisschen rumblättern können, aber dann sagen die Leute ja wieder, Fußball interessiert mich nicht, da habe ich keine Lust drauf, ja. Wobei man natürlich wunderbar reden könnte über bestimmte Themen, die gerade so aktuell sind, über die momentanen Tabellenführer in der Bundesliga zum Beispiel. Aber da wäre wieder so ein FIFA 17 Let's Play eigentlich ganz nice. Das wäre halt echt geil. Das wäre richtig nice. Also wenn jemand Lust hat, mir irgendwie 50 Euro zu spenden oder sagen wir mal 40 Euro zu spenden, damit ich mir das für den PC kaufen kann und mit den anderen auch mal gemeinsam zu zocken am PC und das aufzunehmen als Let's Play, dann immer her damit. Nee, Quatsch, Spaß. Wobei, wenn jemand sagt, ich habe zu viel Kohle, dann, ne, also so, aber darum geht's nicht. Es geht eigentlich darum, dass ich das jetzt eher ungern ansprechen wollte, denn Fußball ist ja immer noch Fußball. Ich habe jetzt mal kurz bei Anne Will reingeschaut und habe da ein bisschen mal mir angehört, was denn die Frau Merkel da zu sagen hat im Interview, wobei ich es recht witzig finde, dass sie natürlich sich zu einem Interview einlässt, ausgerechnet bei Anne Will. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das wären so die kritischsten, das ist schon wieder falsch. Das heißt, wenn meine Zunge läuft, ist ganz locker. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die kritischsten, so, jetzt haben wir es, Fragen, die man als Journalist so stellen kann. Aber das ist ja das gleiche wie bei LeFloid damals, ja. Macht LeFloid ein Interview, das sind Klicks, da kann Merkel sich ein bisschen profilieren, aber so wirklich gehaltvoll kann es natürlich nicht sein, das ist ja ganz klar. So, das ist ja trotzdem schon mal ein Unterschied für einen jungen Burschen wie den LeFloid, wenn es heißt, sie müssen Frau Merkel interviewen. Da sagt er sich nämlich auch, okay. So, stellt euch mal vor, LeFloid müsste Donald Trump interviewen. Stellt euch das bitte vor, das wäre doch zuckersüß. Ja. First of all, I'm sorry for what happened, but stop it. You have to stop it. Ja, genau so. The Donald Trump. Entschuldigung, ich habe in letzter Zeit viele Stephen Colbert, so heißt er richtig, Videos angeschaut. Ich finde die unglaublich cool. Also das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Stephen Colbert, wenn er ein bisschen Interesse hat an Late-Night-Shows, gerade aus Amerika, kann ich ihn echt empfehlen. Wobei ich das Gefühl habe, dass er sich voll auf Politik eingeschossen hat. Ich glaube, den hat es ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und wir sind allein in der Runde. Warum lässt du uns allein, Mike Flash? Warum? Dein Name heißt doch schon, da ist doch schon Flash drin, da kannst du doch nicht einfach aufgeben. Das geht doch nicht. Aber ich krieg's gerade auch irgendwie überhaupt nicht hin. Ich glaube da, ich hatte erst so gedacht, naja, vielleicht brauche ich nur 5 Minuten für die Map, dann kann ich ja noch eine zweite hinten ranhängen, aber ist dann irgendwie doch nicht so, ne? Übrigens an diejenigen, die die Folge heute direkt beim Release anschauen, ganz kurz nur, oh, das war so schlecht, ganz kurz, ich bin, glaube ich, jetzt gerade noch im Livestream, könnte durchaus sein. Also ruhig mal bei twitch.tv/gigagreevy nachschauen. Es gibt nämlich einen Weihnachtsserver von der lieben Mrs. Bella. Venko macht da noch mit, Puffy Pet ist dabei, Lang. Also da sind schon ein paar Leute an der Mache. Und da bin ich auch mit da drinnen in diesem Server und baue da gerade ein bisschen. Und das möchte ich aktuell so ein bisschen streamen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, euch dahingehend zu bewerben. Wie das Ganze genau funktioniert, das erkläre ich an einem anderen Tag.
ich weiß jetzt gerade nicht an welchem genau. Da wird ein kleines Informationsvideo dazu kommen, wo ich auch nochmal meinen Senf dazu gebe. Denn es ist ja als Weihnachtsprojekt gedacht. Jetzt haben wir noch November, aber bald geht's ja los. Die offizielle Weihnachtszeit. Ja, Hype is real. Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich gar nicht so im Hype. Das gebe ich ganz offen zu. Aber, naja. So, wir versuchen uns hier mal ein bisschen durchzuschlagen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Sonic ist eine sehr schöne Map nach wie vor. Ich habe aber noch ein paar Maps, gerade was Flash anbelangt, die mir noch fehlen, die ich noch nicht Let's Played habe. Und das sind auch einige Bad Wars Maps, die mir noch fehlen. Und ich bin ja so ein Typ, ich würde sie ja gern alle komplett haben. Das wäre halt mega cool. So, auch dadurch, dass ich das alles vorstellen kann, man hat wie so eine Art kleines Kompendium dann von dem Server. Der liebe Flexo, Grüße bitte, der hat in dem Video rund um Brawl gesagt, in diesem Trailer zu Brawl, dass es doch cool wäre, wenn ich so jeden Monat oder jede Woche, glaube ich, so die Neuerungen vorstellen könnte. Tatsächlich hatte ich schon einmal so eine Projektidee, aus diversen Gründen ist aber da leider jetzt nicht so das daraus geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Das ist aber nicht ganz so schlimm, denn ich habe ja trotzdem die Möglichkeit, mit diesen Update-Videos immer auf neueste Änderungen hinzuweisen und die machen mir auch generell unglaublich viel Spaß, das muss man ja auch mal so sagen. Und ich habe halt auch, wie gesagt, durch diesen Weihnachtsserver jetzt aktuell vor, was Ähnliches zu machen. Der liebe Ernst Lustigen, der inzwischen zu einem richtigen guten Freund geworden ist, der will ja auch demnächst seinen Server wieder ein bisschen aufleben lassen, da dürft ihr euch auch auf eine Menge freuen. Ich wünschte, ich könnte ihm da immer ein bisschen mehr unter die Arme greifen, aber er weiß das, glaube ich, auch selber, dass ich da mit gutem Herz dabei bin, aber dann eben doch manchmal so ein bisschen hinterherhinke. Aber sobald das Ganze dann läuft, wie er sich das vorstellt, kann ich ihn natürlich über diese Mittel hier, über YouTube, auch dementsprechend unterstützen. Das werde ich natürlich tun, mein Lieber. Ja, da habe ich mal wenigstens das so ein bisschen angesprochen. Ich möchte gern diese Woche, in der ich auch ein bisschen mehr Freizeit habe, gern ein bisschen weiterarbeiten, was Let's Plays zu Brawl anbelangt. Ich habe auch dieses Wochenende genutzt, um mal Overwatch auszuprobieren. Also wenn ihr davon Fans seid, dann dürft ihr euch da freuen, da wird auch eine Folge kommen. Ich habe Overwatch vorher noch nie gespielt, ich sag's ganz ehrlich, aber die Runden haben mir echt gut gefallen. Ich hoffe, das kann man dann auch in den Folgen so wiedergeben. Also da muss ich sagen, ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das würde sich hier auf meinem Kanal keiner anschauen. Glaube ich zumindest. Außer vielleicht 2, 3, 4 Leutchen. So. Und ansonsten, wie gesagt, natürlich noch das ein oder andere Roleplay-Projekt. Ich habe bei Zeitrisse viel gearbeitet in letzter Zeit. Viele Details jetzt noch versteckt. Ich habe einige Bücher noch geschrieben mit Geschichten. Ich schreibe mal, nicer, da ist der Waffelbein, ist sich keiner da. Was halt aktuell das Problem ist, dass die Namen noch zu sehen sind. Das heißt, wenn ich mit der Replay-Mod da drin bin, in der Welt, und nach einem Moment, genau, ich kann ja gar nicht mit der Replay-Mod arbeiten, denn die gibt es noch nicht für die 1.9 und der Server von Mo ist auf der 1.9, beziehungsweise mit den Items, die ich da verbaut habe. Und das ist ein bisschen blöd, deswegen kann ich es eigentlich nur mit dem F1-Modus, aber dann sieht man, wie hier auf Perfect Labs zum Beispiel, diese Namen. Und das ist dann wieder sehr blöd, weil ich ja dann selber filme und einer müsste meinen Skin spielen und dann steht da ja aber nicht mein Name, sondern eben, keine Ahnung, wenn das jetzt Venko machen würde, würde da Venko drüber stehen und das ist dann irgendwie für mich störend. Es ist vielleicht zu verschmerzen, aber es ist dann doch irgendwie nicht so das Dolle. Aber mal schauen, vielleicht kann ja der liebe Xperion da noch ein bisschen dran werkeln. Er ist ja da schon dran gewesen, aber es ist wohl etwas schwieriger als gedacht. Also wenn hier ein Kenner ist, ein echter Entwickler, ein Programmierer, der sich damit auskennt, mit solchen Plugins, um Mod-Ränge vergeben zu können und die Namen dementsprechend farbig zu haben und wie man das Ganze vielleicht ausstellen könnte, dass die Namen eben nicht mehr farbig sind, dass das im F1 verschwindet, der möge sich doch bitte melden. Bitte, bitte, bitte. Dann kann ich endlich Zeitrisse aufnehmen, weil an sich steht die Location, die Szenerie, die steht schon die ganze Zeit und wartet eigentlich nur darauf, dass es mal losgeht. Ach ja, ihr Lieben, endlich mal wieder Minecraft Flash. War eine locker flockige Runde. Würde ich gern eigentlich öfter bringen. Ich würde auch manchmal gern so ein bisschen so ein paar Wettrennen machen. Das wäre eigentlich auch mal cool. Da weiß ich nicht, ob das spannend genug ist. Ich mag das ja aber vielleicht auch mal ein bisschen quasseln zu können. Ihr Lieben, wie gesagt, jetzt im Augenblick kann es sein, dass ich gerade streame. Also für diejenigen, die das am Release-Tag anschauen. Ansonsten, der Rest kann eigentlich weghören. Und ansonsten bedanke ich mich auch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir sind jetzt über 800. Wir sind bei 805. Es geht stetig voran. Mal schauen, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Es macht auf alle Fälle gerade wahnsinnig viel Spaß, für euch aufzunehmen. Und danke auch an alle, die in letzter Zeit so viel geschrieben haben an Kommentaren. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich lese mir das alles unglaublich
gern durch, so rum. Vielleicht kann man da auch mal so eine Art Videoformat machen, wo ich da ein bisschen die Kommentare mal wirklich Stück für Stück so durchgehe. Oder wir machen das mit so einer Twitter-Umfrage, so Question and Answer. Weiß nicht, ob das irgendwie Anklang finden würde. Das könnt ihr mir ja diesmal schreiben. Das wäre nice. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag. Bei mir scheint die Sonne. Kein Schnee in Sicht aktuell. Macht es gut. Und bis dahin, euer GeekRBV. Ciao, ciao.